Wir sind in Physik, 7. Klasse, und heute geht es um die goldene Regel der Mechanik. Die heißt, mathematisch ausgedrückt, F1 mal S1 ist gleich F2 mal L2. Manche kennen das vielleicht auch, das ist genau das gleiche als F1 mal L1 gleich F2 mal L2. In diesem Fall hier, da kommen wir aber drauf, geht es um unser Wippchen. Könnt ihr euch erinnern? Hier eine Kraft und die Länge hier und so weiter. Aber das ist allgemein. Und zwar S für die Strecke, für den Weg. Die sagt, wenn ich mir die Formel angucke, was ich an Kraft aufwende und mit einem Weg zurücklege, das kann ich entsprechend an Kraft einsparen, wenn ich hier mehr Weg aufwende. Oder umgekehrt. Wenn ich hier viel Weg aufwende, kann ich es mir hier leisten, eine geringe Kraft aufzuwenden. Das wird am einfachsten klar, wirklich anhand dieses Themas hier. Und ich male das nochmal ganz schnell auf. Wenn ich eine Wippe habe, jeder kennt sie. Ich würde auch Hebel dazu sagen, aber jetzt sage ich erstmal eine Wippe. Und hier sitzt ein kleines Kind drauf. Und weiter dran sitzt ein großer Erwachsener. Dann habe ich hier, von hier bis hier, diese bewusste L1 und hier L2, und das sind dann entsprechend die Kräfte dazu, F1 und hier F2, viel schwerer. Wir kennen das alle, wenn sich ein kleines Kind hier auf die Wippe setzt, richtig auf den Sitz, und will Papa oder Mama mal hochhalten und nicht mehr auf die Erde kommen lassen, das Spiel kennen wir eigentlich von jedem Spielplatz, dann setzt sich natürlich der Erwachsene weiter ran. Aber daran sieht man, dass die Gewichtskraft, die der Erwachsene hat, diese Gewichtskraft, dass die wirklich tatsächlich sehr viel größer sein muss, denn dafür hat er nur einen ganz kleinen Hebelarm zur Verfügung. Es geht immer um den Hebelarm vom Drehpunkt zur Kraft. Umgekehrt, mit wenig Kraft, aber dafür langem Hebel, kann ich das erreichen, dass ich den großen, mit der großen Kraft, großen Gewichtskraft bei kleinen Hebel hochkriege. Naja, das bis dahin. Aber diese Regel hier, diese gilt allgemein. Allgemein ist das ist die eigentliche Regel. Ganz allgemein. Und die sagt, nochmal ausgedrückt, was ich an Kraft einsparen will, muss ich an Weg aufwenden. Oder ich kann auch sagen, das, was ich an Weg einspare, muss ich an Kraft aufwenden. Und das kennen wir von verschiedenen Einrichtungen. Ich habe dazu extra noch die Kamera mitgebracht. Ich habe nämlich hier verschiedene Einrichtungen. Und jetzt mache ich erstmal Pause, denn wir müssen uns mit Kameramann und so weiter hier bewaffnen. Und dann geht das los. Ich werde dieses Video gleich mal abschließen und verweise in diesem Video dann hier entsprechend mit so einer gelben Schaltfläche, da steht dann drin Klick und so weiter, auf die Videos, die wir eben gedreht haben. Und zwar haben wir einerseits diesen Wippenversuch nachgemacht und andererseits haben wir das Thema Flaschenzug dann behandelt. Also Flaschenzug ist nichts anderes als eine lose Rolle, aber ich deute das mal an. Ich habe hier ein ganzes Rollenpaket. 1, 2, 3, 4 Rollen, glaube ich, hatte ich, und hier unten 4 Rollen. Und dann hatte ich hier eine Strippe drauf. 1, 2, 3, 4 und hier hinten kommen die wieder rum. Und einer hat hier oben an der Strippe gezogen mit einer ganz geringen Kraft. Also F2, ich schreibe mal klein dahinter, das hat man richtig deutlich gemerkt. Und hier unten an diesem Rollenpaket, hier war eine Achse dran und an der Achse hatten wir einen Haken dran und da war ein Gewicht. Und dieses Gewicht, das waren immerhin 5 Kilo, das ließ sich mit der Hand relativ schwer heben. Und diese 5 Kilo, hier oben war natürlich der Flaschenzug aufgehängt, ne, ist klar, an der Decke. So, wenn man hier solche Striche macht, das nennt sich immer mit irgendwas Schwerem verbunden. So, und dann hat man hier, die entsprechende Versuchsperson gezogen und hier diese 5 Kilogramm, die ja immerhin 50 Newton Kraft bedeuten, die wurden ganz leicht hochgehoben, aber mit einem Haken. Hier wurde ganz viel Seil, und zwar, ich schreibe mal ran, viel, F1 war viel, aber hier wurde ganz viel Seil gezogen, das sieht man dann auch schön im Versuch, aber wie sich das Gewicht dafür hochgehoben hat, das war L1, das war wenig. Also, wenn wir jetzt mal in der Sprache der Mathematik nach dem Prinzip der Zuordnung reden, dann kann man sagen, je mehr, desto weniger. Ne?
je mehr ich Seil gezogen habe, desto weniger Kraft musste ich aufwenden, beziehungsweise je weniger ich Weg erreicht habe, nämlich das Hochheben war nur wenig, umso mehr Kraft musste ich dafür aufwenden. So, ich schließe jetzt das Video an der Stelle. Wir machen jetzt weiterhin Versuche. Wir probieren es alles mal aus. Und das Video bekommt dann, wie gesagt, so einen Verweis und dann steht dann drauf Klick und dann geht das zu den beiden Videos, sodass man sehen kann, was wir da auch gemacht haben. Meistens machen wir es draußen, aber heute wegen des Wetters müssen wir es drin machen. So, das Video ist an der Stelle. Nee, falls es noch Fragen gibt, jetzt erstmal Pause. Gut, und jetzt noch die letzte Frage. Wie gefällt euch Physik? Jawohl.